Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Mein Name ist Maura und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr mal eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Heute mal ein etwas anderes Video. Und bevor wir loslegen, bevor ich dieses Buch hier rezensiere, möchte ich euch nur kurz vorweg mitteilen, dass ich dazu auch nochmal ein separates Video drehen werde auf Englisch. Das heißt, ich werde das einfach kurz auf Deutsch machen. Kurz auf Deutsch. Und danach werden wir tatsächlich auf Englisch drehen. Genau. Falls du jetzt ganz gerne wissen willst, wie mir dieses Buch gefallen hat, dann würde ich sagen, bleib dran. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Schwer erkennen könnt oder erkennen könnt, stelle ich euch das Buch von Kylie Gray, Das alte Wissen der aufgestiegenen Meister, vor. Und ich habe wirklich lange gebraucht, darüber eine Rezension zu schreiben, beziehungsweise überhaupt darüber nachzudenken, wie mir das Buch gefallen hat, weil so viel kann ich ja euch ja nicht vorwegnehmen, wenn ihr Interesse haben seid, Interesse daran haben seid, was ist das für eine Sprache? Wenn ihr Interesse daran habt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ich möchte jetzt nicht alles, alle Informationen quasi entziffern oder weitergeben, weil kann ja auch ein bisschen langweilig werden, sage ich ganz ehrlich. Und wie ihr ja auch unschwer erkennen könnt, nein, wie ihr ja wahrscheinlich vielleicht bei den anderen Videos mitverfolgt habt, habe ich ja dazu einen Reading-Vlog gedreht und in dem Video habe ich ja euch auch erzählt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt einschalten, dass ich dieses Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe vom Verlag Random House Bloggerportal. Und da möchte ich mich nochmal von dem Bloggerportal natürlich von ganzem Herzen bedanken, dass die immer wieder mit uns zusammenarbeiten und auch immer wieder tolle Bücher auf die Welt bringen und auch tolle Kartensets auf die Welt bringen. Ich habe so einige Rezensionen da verfassen können und natürlich ein paar andere Bücher dabei, die ich noch nie gelesen durfte, weil das Kontinent verbraucht worden ist. Aber ich durfte immer wieder coole, spirituelle Bücher lesen und das gehört dazu. Ja, ich liebe es einfach. Und nochmal ein riesen fettes Dankeschön daran. Ein Dankeschön. Genau. Also, wo fangen wir an? Also, ihr könnt ja schon den Titel erkennen. Ich muss jetzt das nicht nochmal erläutern. Es ist ein gebundenes Büchlein. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Taschenbuchausgabe gibt. Fragt mich nicht. Ich bin da jetzt ein bisschen überfragt. Und dieses Buch wurde circa am 23. März 2022 auf die Welt gebracht. Das Englische ist aber schon ein Jahr alt. Also das wurde übersetzt. Und das kostet ungefähr 18 Euro, ist vom Irisiana Verlag, gehört jetzt zu Random House dazu und hat ungefähr 302 Seiten. Es ist unterteilt in drei Parts, so drei Teile. Einmal gibt es den Part der Meister. Da wird natürlich erklärt, wer sind die Meister, die Geschichte der Meister und was bedeutet überhaupt aufgestiegen. Und natürlich der Hohe Rat der Rückzugsorte. Den zweiten Part, der zweite Teil, geht es darum, um die Verbindung herzustellen. Zum Beispiel sich zu öffnen, spirituelle Verbindung, die göttliche Matrix. Und im dritten Part geht es tatsächlich um, den mit dem Meister zusammenzuarbeiten. Und da sind ungefähr, ich habe keine Ahnung, wie viele das waren. Ich glaube, das waren ungefähr 30, circa 30, ne? Circa 30? Ja, 33 Meister, die Kylie Gray vorstellt. Und in diesen beiden
bei diesen Meistern, die er vorstellt, gibt es natürlich dann auch nochmal, wie man mit denen zusammenarbeitet, Desaktivierung, wie man sie aktiviert. Und da gibt es einen Text, was man dazu sagt. Und es gibt tatsächlich auch, bevor das alles losgeht, gibt es auch nochmal eine Liste der Aktivierungen von den unterschiedlichen Meistern. Da ist natürlich der Ashtar dabei, der Buddha, die Brigitte, Jesus oder Maat oder Maria Magdalena. Ich glaube, es sind alle 30 dabei. Genau. So. Die Sprache ist natürlich in Deutsch. Und wäre aber auch interessant zu lesen, ob es auf Englisch quite differently ist. Und ich muss wirklich sagen, ihr wisst ja, ich liebe es, mich spirituell auszutun. Es gibt manchmal Phasen, wo ich auch manchmal echt genervt bin. Aber das gehört nicht zu diesem Büchlein dazu. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne sich weiterentwickelt und auch sich weiterbildet. Und ich bin sowieso bei sowas auch sehr, sehr, sehr neugierig. Und für mich war es auch wirklich interessant zu wissen, was die Geschichte von den einzelnen Meistern kommt. Also ich wusste noch nicht mal, dass Jesus eine Zwillingsschwester hatte oder dass es gab ein Thema, dass die Johanna von Orleans sich als Mann gekleidet hat, obwohl man das als gar nicht durfte und als Soldatin gekämpft hat. Das war damals in den Zeiten natürlich nicht erlaubt und sie ist dann auch sehr früh und sehr jung gestorben und solche Geschichten sind mega interessant und ich fand das auch richtig, richtig interessant und richtig, richtig lehrreich, diese Information zu bekommen. Ich fand eigentlich mehr die Information von den einzelnen aufgestiegenen Meistern mehr interessant, viel mehr interessant als die Lichtaktivierung, wie er das so macht, weil da hat jeder so seine eigene Schatzkästchen und seine eigenen Bedürfnisse und seinen eigenen Weg, um gewisse Dinge zu machen. Ich meine, wenn ich an sie denke, sind sie ja eh schon da, die aufgestiegenen Meister. Dementsprechend war das jetzt nicht so meins, aber was die Geschichte dahinter steckt, wie was von den aufgestiegenen Meistern, woher sie kommen, wer sind sie, warum nennt man sie aufgestiegen und was zum Teufel ist überhaupt aufgestiegen. Ich meine, das kann man einem normalen Menschen, der sich nicht mit der Spiritualität beschäftigt, nicht gut erklären, weil er auf eine andere Art und Weise schwingt. Du schwingst höher und er schwingt vielleicht unten, also auf dem Boden, und du schwingst schon ganz oben, hast deine Frequenz erhöht, ja, und er, seine Frequenz ist auf dem Boden und da ist die Kommunikation natürlich schwierig zu kommunizieren. Das ist jetzt ausgegangen. Ja. Einmal kurz checken. Ich muss immer checken. Nein, es ist nicht ausgegangen. Okay. So. Und das da dazu. Und ich fand das Buch locker, flockig, leicht verständlich. Es ist leicht, locker, flockig, verständlich geschrieben, also das kann jeder Mensch lesen. Selbst Nicht-Spirituelle könnten es vielleicht verstehen, aber das ist ja nicht wichtig. Was ist los? Und mir hat dieses Buch wirklich, wirklich gefallen und es ist auch wirklich das allererste Buch, was ich von Kylie Gray lese. Ich meine, okay, es ist übersetzt, ne? Es ist nicht direkt von Kylie Gray, aber es ist übersetzt worden. Aber auf jeden Fall ist es das erste Buch von ihm, was mich vor allem auch magisch angezogen hat, auch vor allem am Titel, vor allem am Buchcover. Das ist auch, normalerweise bin ich ja Buchcover-Opfer, ne? Ihr wisst das ja. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir wollen ja hier niemanden diskriminieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, normalerweise bin ich ein Buchcover-Opfer und ich gehe immer nach Buchcover-Opfer und diesmal, ich weiß nicht, entweder hat mich das Titel angesprochen oder die Pyramide mit dem Mond. Finde ich auch ganz, ganz, ganz nice. Ja, aber dennoch, das Ganze hat umrundet, das Ganze ist perfekt. Viele Informationen. Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe zu lesen, aber man braucht schon so ein bisschen seine Zeit, um dieses Buch
so genießen. Man sollte es ja nicht in einen Rutsch lesen, weil dann kann man vielleicht die Information nicht so gut behalten, aber ich fand es interessant und lehrreich. Informativ. Vor allem eine ganz kurze Story auch zu diesem Buch. In diesem Buch ging es auch um die Blume des Lebens. Und ich erzähle euch jetzt mal eine Story. Ich habe mir nur schon überlegt, was mein Logo sein könnte. Ich will nämlich mein Logo verändern und nicht mehr Momos Welt, sondern vielleicht ein anderes Logo, weil ich ja meine Firma gründen möchte in Bezug auf meine Haare. Ignoriert meine Haare. In Bezug auf Tarot und Theta Healing, Technik und sowas. Und ich wusste ehrlich gesagt bis zum Datum nicht so genau. Also wusste ja nur nicht genau, wie das aussehen sollte. Und ich habe dann den Schöpfer gesagt, Schöpfer, zeig mir mal das Logo. Und dann kam dieses Buch in mein Leben, ohne dass ich überhaupt irgendwelche Erwartungen hatte. Und tatsächlich wurde hier das Buch, warum bin ich aber immer so heiser? Oh Gott. Tatsächlich wurde in diesem Buch über die Blume des Lebens beschrieben. Und wer natürlich weiß, was die Blume des Lebens bedeutet und welche Hintergründe das hat, der weiß genau, kennt die Geschichte. Und ich fand dieses Bild als die Blume des Lebens total langweilig, total. Die sieht auch langweilig aus, aber die Geschichte dahinter finde ich mega interessant, mega lehrreich. Da habe ich gedacht, auch wenn das jetzt nicht perfekt ist, die Blume des Lebens könnte zu mir passen, weil es spiegelt ja das Universum, es spiegelt ja die sieben Chakren, die sieben Wochen, die sieben Tage. Das Herz, Kroa-Eder nennt man das auch, gehört auch dazu. Wo ist das jetzt? Das habe ich versucht irgendwo zu finden, aber irgendwie finde ich das nicht. Hier das Ei des Lebens, genau. Die DNA wird auch dazu genannt. Das passt ja eigentlich alles zu dem. Die Frucht des Lebens passt ja eigentlich zu dem, was wir in der Theta Healing ja auch anwenden. Also die Frucht des Lebens natürlich nicht, aber wenn wir zum Beispiel, hier geht es auch um die sieben Strahl, gilt auch als heilig, aber die DNA-Stränge zum Beispiel verwenden wir ja auch in der Theta Healing Technik. Wenn wir da zum Beispiel die DNA-Aktivierung machen oder die DNA verändern, passt ja irgendwie, habe ich so gedacht. Und dann dachte ich so, vielleicht könnte das mein Logo sein. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich kenne jetzt die Story hinter Blume des Lebens. Eine sehr interessante Geschichte. Werde ich mir nochmal nachgucken und nochmal nachlesen. Denn manchmal brauche ich viel mehr Input als sonst. Ja. Dementsprechend kriegt dieses Buch, weil ich nichts anzumerken habe, 5 von 5 Punkte. Oder 5 von 5 Herzchen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr sowas gerne noch öfter sehen wollt, dass ich öfter mal Rezensionen hochlade, schreibt mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, abonniert meinen Channel, kommentiert fleißig, teilt dieses Video, gebt einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, damit ihr ja keine schwachsinnigen Videos von mir verpasst. Bis bald. Ciao. Tschüss.